Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Viele Menschen, die in eine Depression geraten, halten dies erst einmal für eine Verstimmung. Und sie versuchen sie dann zu überspielen, indem sie zum Beispiel die Dosis der üblichen Wochenendentspannungsmittelchen erhöhen. Aber irgendwann geht dann gar nichts mehr. Es geht nicht vor und nicht zurück. Und das ist vielleicht der geeignete Zeitpunkt für eine achtsamkeitsbasierte Therapie. Über die sprechen wir jetzt. Bei mir ist Nicole Plinz. Sie ist therapeutische Leiterin der Tagesklinik für Stressmedizin im Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Plinz. Sagen Sie mir, in welcher Situation sind die Patienten, die zu Ihnen kommen? Ja, Sie haben das in Ihrer Anmoderation schon schön formuliert. Es sind die Situation der Menschen, die zu uns kommen, ist so, dass die Menschen wirklich das Gefühl haben, krank zu sein. Das ist keine Verstimmung, sondern denen geht es wirklich richtig schlecht. Und zwar seelisch, aber nicht ganz selten auch tatsächlich körperlich richtig schlecht. Was heißt das? Das heißt, dass es körperlich ein großes Erschöpfungsgefühl ist für viele. Irgendwie das Gefühl auf eine Weise krank zu sein, ohne ganz genau zu wissen, was ist es denn? Viele gehen auch zum Arzt und versuchen immer wieder abzuklären, was ist denn mit mir? Mhm. Und seelisch heißt es, dass für die meisten es eine Situation ist, in der die das Gefühl haben, so wie es jetzt ist, ist es unerträglich. Und es gibt keine Alternative. Alles ist durchdacht, durchgespielt und alles andere scheint unmöglich. Aber so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter. Und sind das vorwiegend bestimmte Berufsgruppen? Sind das vorwiegend Männer? Sind das vorwiegend Frauen? Wie sieht das aus bei Ihnen? Nein, es sind überhaupt nicht vorwiegend bestimmte Berufsgruppen, sondern wirklich vom Gleisarbeiter bis zur Bankdirektorin. Sind ganz viele Menschen bei uns vertreten und es lässt sich gar nichts festmachen von einem bestimmten Beruf, was man vielleicht sagen könnte. Menschen, die ganz viel Entscheidungsfreiheit haben, also die Top-Top-Manager sind, die werden in der Regel nicht auf diese Weise krank, weil sie einfach so viel Wahlmöglichkeit haben. Das heißt, es hat schon etwas mit der Situation zu tun, in der ich arbeite zum Beispiel, nämlich, dass ich auf irgendeine Weise auch vielleicht noch jemanden über mir habe, wo meine Wahlmöglichkeit oder meine Entscheidungsfreiheit ein klein wenig begrenzt ist. Und das hört sich so an, als wären die Patientinnen, die dann zu Ihnen kommen, als hätten die schon so eine kleine Tournee auch hinter sich bei anderen Ärzten. Bei anderen Ärzten, in sich selber eine Tournee an Durchdenken, manchmal seit Jahren, ehrlich gesagt. Also viele unserer Patienten beschreiben, dass es ein Prozess ist, der, wenn sie jetzt von heute aus zurückschauen, überraschend lang ist. Die Menschen sind selber überrascht, wenn wir manchmal fragen, wann hat es denn angefangen? Ja, und dann auch eine Suche von Arzt zu Arzt, zunächst vielleicht oft mit dem Gefühl, es könnte was Körperliches sein, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und ja, irgendwann gibt es dann manchmal ein Hausarzt, manchmal ein Facharzt, der sagt, die Seele sein. Ja, genau. Und dann kommen die zu Ihnen. Dann werden Sie Ihnen vermutlich erklären, was Sie anbieten können. Ja. Und wie würden Sie mir das beschreiben? Also das, was wir anbieten, ist Psychotherapie. Und vielleicht könnten wir sagen, unsere Behandlung hat so eine Art roten Faden. Also es beginnt erstmal damit, innezuhalten. Und dann Abstand zu nehmen. Und das ist leicht gesagt und wahnsinnig schwer getan, weil das heißt ja mitten im Kampf, so ist das innere Erleben, raus aus der Situation. Aber der Abstand ist wichtig, weil mit dem Abstand irgendwann beginnt es, dass wir in der Behandlung wieder draufschauen auf die Situation und dass es darum geht zu verstehen, was ist das an der Situation, was mich krank gemacht hat, auch was ist es vielleicht an meinem Erleben, was ein Beitrag dazu ist, dass dieser Konflikt sich für mich so anfühlt, wie er sich anfühlt. Und dann ist nach diesem Schritt des Verstehens, wäre der nächste Schritt, sich zu entscheiden, wie geht es zurück in den eigenen Alltag, in das eigene Leben. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir da schon über den Begriff Achtsamkeit reden, wenn Sie sagen, innehalten und sich anschauen. Ich kann mir das jetzt erstmal gar nicht vorstellen. Ich weiß, fällt Ihnen vielleicht so ein einfaches Beispiel ein, woran man das festmachen kann, eine Situation und was dann das Innehalten bedeutet? Eigentlich haben Sie es schon schön gesagt.
das hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Und Achtsamkeit ist etwas, was wir nicht anbieten nur in unserer Behandlung, sondern was wir selber auch verkörpern. Also wir arbeiten aus der Haltung der Achtsamkeit heraus. Und insofern wäre mein Beispiel auch ein Beispiel der Achtsamkeit. Nämlich bei uns beginnt jeder Tag mit einer Meditation. Und eine Meditation heißt letztendlich, ich setze mich hin und tue nichts. Das ist so ein Innehalten. So richtig nichts, nichts? So richtig nichts, nichts. Nichts, nichts heißt auch nicht denken? Naja, nicht denken, ehrlich gesagt, das geht nicht. Weil unser Gehirn, das denkt einfach immer. Es ist eine fortwährende innere Aktivität in uns, die ständig Wege sucht, immer weg möchte von allem, was uns irgendwie bedroht und immer hin möchte zur Rettung, zum Happy End. Und das zu unterbrechen, das geht nicht. Das ist eine Vorstellung von Meditation, die sich nicht real im menschlichen Gehirn nicht umsetzen lässt, sondern Achtsamkeit heißt, ich sitze in der Meditation und ich tue körperlich nichts. Und das Nichts in der Aufmerksamkeit ist vielleicht eher, dass ich all den Einladungen meines Denkens nicht folge. Also, dass ich versuche, der Gegenwart nicht ständig etwas hinzuzufügen. Eine Meinung, ein Vorschlag, eine Lösungsidee. Sondern, dass ich immer wieder zurückkehre zum Erleben der Gegenwart. Als Beispiel zum Beispiel zum Erleben der Erfahrung des Atmens. Das würde ja bedeuten, also wir sind ja noch am Start, am roten Faden, dass wenn man beispielsweise berufliche Probleme hat und sich überlegt, bewerbe ich mich jetzt woanders und dieser Typ da oben und der geht mir auf die Nerven und so weiter, erstmal zu erkennen, dass man das so denkt. Dass man sagt, ich denke ständig über andere Arbeitsstätten nach, ja. Ich denke ständig über meinen Chef nach, der so doof ist, ja. Und tue nichts anderes mehr. Und wie oft tue ich das am Tag? Zu 80% meines freien Denkens vielleicht? Ja. Ist das so etwas Achtsames? Ja, das ist etwas Achtsames. Und das wäre aber schon fast der Übergang in den nächsten Schritt, weil das ist nicht mehr nur ein reines Innehalten, wo ich einfach nur da bin und meinen Atem merke, sondern das ist schon ein Aspekt aus dem Schritt des Verstehens. Okay. Denn ich merke, es sind nicht wahllose Gedanken, die irgendwie auftauchen, sondern immer wieder bestimmte Denkmuster. Und wir sprechen dann auch richtig von Denkmustern. Und ja, so genauso, wie Sie es jetzt gerade gefragt haben, passiert es auch in unseren Patienten, dass die selber plötzlich merken, also so findet das statt, eigentlich ständig kaue ich wieder, was ich schon, und es quält mich schon selber, ja, dass ich zum tausendsten Mal denke, ja. Also unter Achtsamkeit versteht man ja gerne auch, dass man die fünf Sinne wirken lässt. Und Sie sagten ja vorhin, an Gedanken nicht festhalten, also die so ziehen lassen auch, ne? Mhm. Ist das auch so? Ja, also zumindest, ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Wort ziehen lassen. Ich würde immer sagen, den Gedanken, den ich jetzt gerade denke, in dem Moment, wo ich merke, ich denke ihn, die Entscheidung treffen, will ich ihn weiterdenken? Ah ja. Ja. Oder lasse ich es einfach? Und dann, wenn ich ihn lasse, wenn ich diesen Gedanken einfach lasse, dann wird für einen ganz kleinen Moment, wie wenn der Himmel aufreißt, keine Wolken mehr, dann wird der Blick klar auf das, was jetzt gerade ist. Und dann kommen die fünf Sinne, so wie Sie gesagt haben. Dann merke ich plötzlich, vielleicht nichts Besonderes, aber das ist mein Leben jetzt in diesem Augenblick. Dieses Gefühl für den Boden unter dem Körper, für die Lichtverhältnisse hier in diesem Raum, dafür, dass Sie da sind, das ist die Gegenwart. Und dann beruhigt sich auch der Kopf. Ja, langfristig merke ich, das ist nicht bedrohlich. Das erste Gefühl ist, um Gottes Willen, ich darf doch nicht innehalten, so wie Sie gesagt haben. Ich möchte vielleicht eine Lösung finden und mein ganzes Streben geht dahin. Nee, die Situation lösen, denken, fertig denken, Lösung finden. Und dann halte ich inne, ein bisschen gezwungenermaßen, weil wir dazu einladen. Und dann merke ich plötzlich, es tut wohl, wenn für so einen kleinen Moment der Himmel aufreißt und einen Augenblick die Gegenwart sichtbar wird. Und alle Studien zeigen auch, dass Menschen das als ganz angenehm erleben, die Gegenwart wahrzunehmen. Aber es kostet Mut. Und kommt man damit denn am Ende doch der Lösung näher? Auf eine Weise, manchmal einer ganz anderen Lösung. Weil sich ja plötzlich, wenn ich nicht in den alten Mustern, so wie Sie vorhin sagten, immer weiter denke, nochmal und nochmal die ausgetretenen Gedankenpfade fortsetze, sondern so eine Öffnung erlaube, dann zeigt sich
ein Teil der Situation, vielleicht auch neu. Und ich bekomme vielleicht auch einen Blick auf Entscheidungsräume, die ich möglicherweise vorher nicht sehen konnte. Wir reden ja über die Form der Tagesklinik, also bei Ihnen mit den Standorten Harburg und St. Georg. Tagesklinik heißt doch morgens hin, abends weg. Und dann bin ich ja abends wieder im selben alten Schlamm, oder? Zu Hause? Ja, ganz genau. Und das ist der großartige Vorteil einer Tagesklinik. Also es hört sich ja fast so ein bisschen an, als wäre das bedrohlich, wenn Sie sagen, im alten Schlamm. Aber das Tolle ist, ich bin nicht 3 Wochen weg und komme dann mit einem Rucksack voller fantastischer Vorsätze in meinen Alltag zurück und bin dann alleine damit, die umzusetzen, sondern ich gehe jeden Abend zurück und jeden Morgen komme ich wieder in die Tagesklinik, kann berichten, was mir geschehen ist, höre es von den anderen, was geschehen ist. Und wie lässt sich das, was ich hier erlebe, was ich hier erarbeite, ganz direkt im Alltag umsetzen, ganz tatsächlich in jedem, ja, in meinem Leben, wie ist die Übersetzung? Und das ermöglicht Tagesklinik und das ist fantastisch. Sind das immer Gruppentermine bei Ihnen? Ja, wir haben eine ganz strikte Gruppenbehandlung. Ich glaube, in dieser Form sind wir die einzigen in Deutschland noch, die das so strikt machen, dass wir tatsächlich in festen Gruppen behandeln. Es kommen in Harburg 10, in St. Georg 8 Patienten so in der Regel zu uns. Die beginnen an einem Tag mit der Behandlung und verlassen nach 8 Wochen unsere Behandlung alle gemeinsam am gleichen Tag. Und das war erstmal ein Wagnis. Geht das mit Menschen, die akut krank sind, so eine dezidierte Zeit? Aber es zeigt sich über die vielen Jahre jetzt, dass das ganz fantastisch geht, weil diese Erfahrung in der Gruppe unglaublich hilfreich ist. 8 Wochen, 5 Tage, ja. Ist das verhandelbar? Nein, das ist nicht verhandelbar. tatsächlich, wenn bei uns die Behandlung vorbei ist, dann ist die Behandlung vorbei. Natürlich könnte es im großen Ernstfall sein, dass wir sagen, da braucht es irgendwie noch, nee, da ist noch jemand nicht bereit, zurückzugehen in den Alltag. Da muss eine Psychotherapie anschließen, vielleicht eine ambulante oder so etwas. Und wir selbst bieten auch etwas an, nämlich wir bieten an, auf etwas unterschiedliche Weise an unseren beiden Standpunkten, dass wir in größeren Abständen, also in Monatsabständen, nochmal wieder einladen und nochmal gemeinsam meditieren und gemeinsam schauen, so was hat sich, wie ist es weitergegangen? Ach so, aber nicht noch einmal anknüpfen an die alte Sache, um nicht zu sehr im Alten verhaftet zu sein, oder, sondern sich dem Neuen öffnen zu können? Ja, ich glaube, das Leben ist einfach weitergegangen. Also viele unserer Klienten und unserer Patienten gehen zurück in eine Wiedereingliederung zum Beispiel. Mhm. Und wenn wir die nach 4 Wochen wiedersehen, dann ist vielleicht ein erster Teil der Wiedereingliederung geschehen. Das wäre zum Beispiel so etwas, wo wir dann fragen können, ja, wie haben Sie es gemacht? Wie ist es gegangen mit den Entscheidungen, die Sie bei uns getroffen haben? Und was braucht es, also wo brauchen Sie eine kleine Erinnerung, um zum Beispiel Ihre Meditation zu Hause fortzusetzen. Mhm. Ja, wo ist es verloren gegangen? Aber was könnte helfen, wieder anzufangen? Mhm. Noch kurz zum Thema Meditation. Ja. Muss man da liegen? Nee, auf keinen Fall. Also wenn man sitzen kann, dann sollte man sitzen, weil das, was wir vorhin besprochen haben, wie schwer das ist, innezuhalten, wie viel innerlich geschieht, da kann man sich vielleicht leicht vorstellen, wenn man dann so preisgegeben auf dem Boden liegt, das kann überflutend sein. Das ist kein angenehmer Zustand, wenn man wirklich aufgewühlt ist, in einer sehr passiven Körperhaltung da zu sein. Tatsächlich dem, was in mir ist, was die Welt mir bringt, in die Augen zu schauen. Dafür ist es sehr angenehm zu sitzen und so ein bisschen die eigene Kraft zu spüren, die Aufrichtung zu spüren. Deshalb meditieren die alten Traditionen immer im Sitzen. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Auch Ihnen ganz herzlichen Dank für die Dankeschön. Möglichkeit. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook oder auf YouTube. Werden Sie gesund.